Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf den Samstag wieder dabei seid. Der 27. Spieltag steht an. Unsere Borussia gegen den VfL Wolfsburg. Ich hoffe, ihr könnt euer langes Wochenende genießen. Und jetzt starten wir rein. Das Derby ist abgehakt. Es war ja enttäuschend, emotionslos, mutlos. Ich glaube, die Begriffe trifft es alles. Es muss einiges passieren im Sommer. Ich hoffe, das wird gut gehen. Und jetzt starten wir rein. Lasst mir immer gerne ein Abo und einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Und wir haben viele News. Fangen wir aber erstmal mit der Pressekonferenz an. Also die Presse, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Leidenschaft oder Angepisstheit. Ich meine, wir haben seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Unser letzter Sieg war gegen Bayern München und dann gab es sehr, sehr frustrierende Auftritte durch die Bank weg. Und ja, und es ist eigentlich alles wie immer. Die Pressekonferenz, da werden die gleichen Themen angesprochen. Ist quasi, kannst du Copy-Paste machen bei unseren Pressekonferenzen, bin ich ganz ehrlich. Die einzige Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, dass der Zoff zwischen Omlin und der Mannschaft, beziehungsweise Thuram, weil er hat ja im Endeffekt gesagt, alle sollen aufhören, so eine Scheiße zu spielen, wo er wahrscheinlich recht mit hat, irgendwie ein bisschen die Mannschaft aufweckt und wir am Samstag eine emotionsvollere Borussia sehen als im Derby. Das ist auch bitter nötig. Und ja, was gibt es zur Pressekonferenz noch zu sagen? Janschke, Kone und Sanchez werden ausfallen. Wahrscheinlich auch Jonas Hofmann, der aktuell private Probleme hat, beziehungsweise aus privaten Gründen ausfällt. Der wird wahrscheinlich auch nicht dabei sein. Julian Weigel steht wieder zurück im Kader. Und dann hat sich Farke in der Pressekonferenz nochmal zu Hannes Wolf und Friedrich geäußert, dass es seine Spieler sind, seine Jungs. Was soll er auch anderes sagen? Bei Hannes Wolf, ich verstehe es eigentlich nicht. Ich fand, gegen Bayern hat er ein gutes Spiel gemacht. Danach haben wir gegen Mainz auf den Sack bekommen. Da waren alle schlecht und seitdem spielt er eigentlich wieder keine Rolle mehr. Und wir spielen keine Sterne vom Himmel, was ich tendenziell nicht verstehen kann, warum er eigentlich jetzt gefühlt wieder komplett weg vom Fenster ist. Und bei Friedrich kann es, glaube ich, kaum einer nachvollziehen. Farke betont jedes Mal, was das für ein guter Innenverteidiger ist. Klar, Konkurrenzkampf haben wir, aber wie wir alle wissen, haben da auch einige in der Innenverteidigung nicht ihren besten Tag. Und Friedrich spielt einfach überhaupt keine Rolle. Was ich schade finde, wird jedes Mal angesprochen, aber Friedrich wird nicht eingewechselt. Ja, und die Rolle von Player wurde auch besprochen, dass er aktuell nicht zum Zuge kommt. Ich glaube, da wird auch ein Abschied im Sommer durchaus in Frage kommen. Von Alassane Player, so wie ich das vernehme, möchte er auch gerne weg. Das werden harte Zeiten für uns im Sommer. Aber zunächst einmal muss man gratulieren. Burnley hat den Aufstieg geschafft und damit Jordan-Luis Bayer auch. Ich freue mich riesig für den Jungen, ich mag den Jungen. Und damit rückt der Abschied wohl näher, obwohl Burnley eine Transfersperre hat, aber da scheint in der Premier League keinen zu hindern. So wie es aussieht, wird Bayer bei Burnley bleiben. Die kolportierte Ablöse ist bei 10 bis 15 Millionen Kaufoptionen. Ich glaube, das ist für beide Seiten dann ein guter Deal. Wir haben das Heft des Handels nicht in der Hand. Wenn Burnley ihn kaufen möchte, dann werden die ihn kaufen. Und wir werden dafür eine stattliche Summe bekommen. Aber an der Stelle nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Premier League. Hat der Junge sich verdient, sich da durchzusetzen. Und ich freue mich sehr für ihn. Und es wird einen kleinen Geldsegen geben, den wir wahrscheinlich reinvestieren müssen. Es nützt ja alles nichts. Und ich glaube, aktuell sind uns auch so ein bisschen die Hände gebunden, muss man ehrlicherweise sagen, weil ohne Mo ist nichts los. Und deswegen können wir auf dem Transfermarkt wohl auch noch nicht aktiv werden. Ich hoffe, dass die 15 bis 15 Millionen von Bayer schnell kommen. Aktuell kocht das Gerücht um Brandon Vazquez wieder auf. Roland Wirkus war wohl auch in den USA, hat sich den Spieler angeguckt, hat den für gut befunden. Und Gladbach ist da wohl sehr, sehr stark daran interessiert. Das berichten jetzt auch internationale Medien wie The Athletic oder Daily Mirror, glaube ich, heißt die Zeitung, dass Gladbach da sehr, sehr interessiert ist. Wie gesagt, Brandon Vazquez haben wir uns schon angeguckt, hat in der letzten Saison 18 Tore, 8 Vorlagen gemacht. Und ich glaube, die MLS ist jetzt der 7. Spieltag, steht da jetzt an, hat 6 Spiele gemacht, 1 Tor, 1 Vorlage, da geht noch was. Aber der Spieler ist sehr interessant. Als Thuram-Nachfolger könntest du den mit den Bayern-Millionen definitiv finanzieren. Der sollte wohl im Winter schon mal verkauft werden. Da hat aber Cincinnati abgelegt. Da war die Ablöse wohl 6,5 Millionen. Ich denke mal, zwischen 8 und 10 Millionen musst du locker machen für den Mann. Das wäre mit dem Bayern-Transfer finanzierbar. Und dann hättest du auf jeden Fall einen Typen und einen zweiten Amerikaner nach Joe Skelly. Wie gesagt, ich fände das sehr interessant. Wer auch immer mal wieder aufkocht, mittlerweile ist Derek Köhn, Linksverteidiger von Hannover 96, hat auch letztes Wochenende, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, Tor gemacht und Tor vorbereitet. Schneller Mann, aber hier liegt wohl auch die Ablöse im Sommer bei 6 Millionen Euro. Ist natürlich sehr, sehr viel für einen
Zweitliga-Verteidiger, aber der bringt eigentlich alles mit, um Luka Netz Konkurrent mit, also um mit Luka Netz in Konkurrenz zu treten. Wie gesagt, ja, wären wohl 6 Millionen Euro. Gladbach ist dran, VfB Stuttgart und auch Bayern 04 Leverkusen als Frimpong-Nachfolger. Würde mich auch freuen. Ich glaube, der Mann kann alles. Ob es dann 6 Millionen wert sein müssen, sei mal dahingestellt. Ich sehe gerade, HSV spielt auch gegen Hannover. Muss ich gleich mal reinschalten. 3 Tore, 5 Vorlagen. Sehr, sehr guter Mann. Und kommen wir noch zum Gladbach-Kader. Wie gesagt, Hofmann mit Fragezeichen. Julian Weigel wird zurückkehren. Ob es für die Startelf reicht, sei mal dahingestellt. Und zur Aufstellung, also der VfL Wolfsburg hat nichts abzuschenken. Wir können kurz mal einen Blick auf die Tabelle werfen. VfL Wolfsburg hat noch alle Chancen, mal Minimum auf Platz 7 zu kommen. Das würde wahrscheinlich Conference League heißen, wenn der Pokalsieger in den Top 6 ist, was mit RB Leipzig ja wahrscheinlich der Fall ist und dem SC Freiburg. Und die haben auch noch Chancen auf Platz 6. Also der VfL Wolfsburg wird nichts abschenken. Da wird eine Mannschaft auf uns zukommen, die Qualität hat, die individuelle Klasse hat. Einige interessante Spieler auch dabei. Da kommt Tempo mit Mamouche, Paredes, Otavio ist auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger. Und mit Felix Metscher auch ein neuer deutscher Nationalspieler. Da müssen wir wach sein. Ich glaube trotzdem, dass wir dagegen halten können an einem guten Tag. Ich hoffe, der Omlin-Krach hat die Mannschaft ein bisschen aufgerüttelt. Und ich muss jetzt nicht mehr viel zu VfL Wolfsburg sagen. Dass das eine Mannschaft mit Qualität ist, ist unbestritten. Und wir werden mal abwarten, wie wir spielen. Ich habe eine ganz klare Aufstellung. Elvedi steht bei mir schon in der Innenverteidigung. Das wird auch so bleiben. Bei mir spielt Marvin Friedrich auch in der Innenverteidigung. Farke hat auch gesagt, wir werden Flexibilität im System zeigen. Ich hoffe, das werden wir auch sehen. Deswegen gehe ich mit einer Dreierkette und mit Itakura. Rechts spielt bei mir Joe Skelly, auch wenn er wirklich gegen im Derby einen rabenschwarzen, obwohl ich glaube, er hatte wirklich im Derby einen sehr, sehr schwachen Tag. Ich gehe mal mit Leiner ins Spiel. Ich finde, er hat einfach nochmal eine Chance verdient. Dann mit Luka Netz. Auf der linken Seite, auf der Doppel-6, Kone fällt aus, wird bei mir Neuhaus wieder eine Position zurückrücken auf die 6. Kramer wird daneben spielen. Stindl auf der 10. Ngumu als rechter Stürmer. Und Player als linker Stürmer. Und ich glaube, so kann man sehr, sehr gut in das Spiel gegen VfL Wolfsburg gehen. Wir haben dann trotzdem einiges an Qualität auf dem Platz. Ich glaube, es ist mal wichtig, Benze Baini und Thuram auf die Bank zu setzen, damit die mal merken, worum es hier eigentlich geht. Es geht nicht um sie, es geht um unsere Borussia. Und ich würde mir so eine Aufstellung mal wünschen mit Luka Netz und mit Leiner, die auf den Außen anschieben können. Mit Neuhaus und Kramer auf der 6, Stindl auf der 10 und Ngumu und Player vorne drin. Da bist du auch nicht so ausrechenbar. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das so kommen wird. Wahrscheinlich eher nicht. Ich gehe davon aus, dass Benze Baini und Thuram auf jeden Fall wieder spielen werden. Ich glaube auch, dass Joe Skelly spielt, aber warten wir es mal ab. Vielleicht überrascht mich Daniel Farke mit seiner Ausstellung. Und wie gesagt, auf die Tabelle haben wir schon mal geguckt. Mit einem Sieg können wir uns ein bisschen, glaube ich, ja, also nach oben orientieren. Ich glaube, du wirst maximal 10. werden diese Saison. Kein besserer Platz wird da nicht mehr drin sein, aus meiner Sicht. Und bis Platz 13, sage ich mal, ist auch noch alles drin nach unten. Ich glaube, tiefer werden wir nicht rutschen diese Saison. Wir werden auch noch ein paar Punkte holen, aber bis Platz 13 könntest du theoretisch noch abrutschen, wenn es schlecht läuft. Und ja, die kommenden Wochen werden nicht leichter. Wie gesagt, wir haben jetzt seit dem Bayern-Spiel 4-0 gegen Mainz verloren, 0-0. Gegen SC Freiburg 3-0 in Leipzig verloren, 2-2 gegen Bremen, 0-0 gegen Köln und jetzt kommen Wolfsburg, Frankfurt und dann Union. Das werden keine leichten Wochen für uns und wie gesagt, bis Platz 13 ist noch alles drin. Ich glaube, du wirst gegen Wolfsburg einen Punkt oder Punkte holen müssen, sonst kann es wieder schnell ungemütlich werden. Es ist ja schon ungemütlich genug. Und jetzt meine Tipps zum Wochenende. Es wird endlich nochmal eine geile Bundesliga-Konferenz geben. Es ist jetzt 13:35. Ich würde mal sagen, ihr seht die Folge auf 14:30. Dortmund Union ist natürlich ein Knaller. Ich gönne es einfach Union. 2-1 für Union. Leverkusen-Frankfurt, spannendes Spiel. Ich glaube, Frankfurt wird noch ziemlich durchgeräuscht, leider.
Die haben aktuell wirklich mit dem Trainer, der sich nicht klar zum Verein bekennt, eine richtig ja, ungemütliche Lage. Erinnert mich so damals ein bisschen bei uns an Rose. Ist halt noch nicht ganz das gleiche Kaliber, aber ich finde es schade, dass Frankfurt sich so ein bisschen die Saison jetzt versaut, ehrlicherweise. Ich glaube auch nicht, dass sie in Leverkusen was holen werden. Freiburg finde ich schon mal genial. Ich würde Freiburg auch den Pokalsieg gönnen, sage ich euch jetzt schon mal, wie es ist, dass sie Bayern rausgeschmissen haben. Ich würde ihnen auch einen Pokal gönnen. Ich glaube aber, dass es gegen Bayern nicht reicht. Ich würde es mir wünschen, dass Bayern nochmal verliert. Ich glaube, dann wackelt der Stuhl auch von Thomas Tuchel. Und Mainz gegen Bremen. Unentschieden. 1-1. Ich glaube, Köln kommt nochmal ziemlich in den Abstiegskampf rein. Ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, aber sie könnten nochmal ein bisschen nach unten durchgereicht werden. Hertha gegen Leipzig. Ich glaube, das wird für Hertha nicht reichen. Ich hoffe, dass sie auch absteigen. Ich finde, dieses Konstrukt mit 777 Partners und dem Investor Lars Windhorst von, also der erste Investor Lars Windhorst, jetzt 777 Partners, grundsätzlich abzulehnen. Und ich finde, die sollten dafür bestraft werden und einmal in die zweite Liga gehen, damit sie wieder aufwachen. Gladbach-Wolfsburg. Unsere Borussia gewinnt 3-1, Omlin als geht voran als Kapitän und wir gewinnen 3-1. Ich bleibe dabei, ich bin einfach ein Optimist, ich glaube vor jedem Spieltag immer noch an unsere Borussia, auch wenn es mir immer schwerer fällt, aber die machen das schon. Dann kommt Abstiegskrach am Morgen, Bochum gegen Stuttgart, sage ich ein 1-1 und leider glaube ich, dass es Schalke trotz einer überragenden kämpferischen Leistung in der Rückrunde gegen Hoffenheim wird sich, glaube ich, die Qualität von Hoffenheim leider durchsetzen. Und ich glaube, dass Schalke auch als Letzter absteigen wird. Wäre mein Tipp. Ich würde mir wünschen, dass sie in der ersten Liga bleiben, dass sie es schaffen. Aber wenn ich mir das Restprogramm von Schalke angucke, ich glaube, sie spielen gegen Frankfurt, Bayern und Leipzig an den letzten drei Spieltagen. Das wird doch sehr, sehr eng für Schalke, meiner Meinung nach. Und das sind meine Tipps zum Wochenende. Und jetzt könnt ihr mir immer gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns morgen im Livestream. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg live mit Buschi und jetzt macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.